der Schub nochmal richtig einsetzt und er nochmal richtig stramm nach oben geht. Ja, ein herzliches Willkommen zu automativ.de. Diese Anmoderation, diese Art hier onboard gleich, die machen wir nicht jedes Mal. Die machen wir nur bei den ganz besonderen Autos. Und ja, wir haben hier einfach ein ganz besonderes Auto. Wir haben einen richtigen Rennwagen. Einen richtigen, richtigen Rennwagen. 50% der Bauteile dieses Autos hier, das findet sich auch im GT3 Auto wieder. 60% sogar im GT4 Auto. Wir reden hier vom Audi R8 Performance mit seinem V10 Motor hinter mir, genau hinter mir. Und ich glaube, wir haben in diesem Review ganz schön viel Spaß. Ja, diesmal was ganz, ganz, ganz Besonderes hier bei automativ.de. Ein Rennwagen, wie er hier steht, auf dem Audi Space Frame. Und dieses Auto, was hier rechts neben mir steht, der Audi R8 V10 Performance, also die Top-Version des R8, die teilt sich ungefähr 50% der Teile mit auch den GT2, GT3 und GT4 Rennwagen, die Audi ja auch hier anbietet. Und damit ein herzliches Willkommen zu automativ.de mit Benjamin, dieser speziellen Folge, diesen Audi R8 V10 Performance in diesem speziellen Braun, Ipanema-Braun heißt es. Eine Farbe, wo man erst denkt, oh, ungewohnt, aber sie wirkt und sie sieht richtig schön aus, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, dass so ein Auto auch so edel und so schön aussehen kann. Das ist ein wichtiges, finde ich, gerade wenn man so viel Geld in so ein Auto investiert, dann will man schon so ein bisschen wissen, wo es herkommt. Wir haben hier immerhin einen Grundpreis von 205.000 für den Allradantrieb. Das Auto hat ja Allradantrieb, Quattro Allradantrieb und den starken Motor hinten. Wir haben ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die GT2, GT3, GT4 Klassen. Das GT4 Auto teilt sich sogar noch mehr Komponenten, also die Einsteigerklasse, wenn man so Rennklasse, wenn man so will, auch für Gentleman's Driver. Die teilt sich noch mehr Komponenten mit dem Auto, etwa 60% sind es da. Und diese Komponenten, die sich da eben unterscheiden, die sind hier ganz stark natürlich im Interieur. Sie wissen selber, im Rennwagen ist natürlich alles raus, das ganze Dashboard raus, auch andere Sitze und so. Da kommen natürlich viele Prozente her. Die ganze Charakteristik, die ganze Technologie, das ganze Chassis, der Motor, all das, das ist eigentlich mehr oder weniger identisch mit dem GT4 Rennwagen, außer natürlich Anbauteile nochmal an der Karosserie. Aber ansonsten haben wir hier im Prinzip den Rennwagen, der auch auf der Rennstrecke fährt. Dann ist die GT3 Klasse und übrigens bei der GT4 Klasse ist auch hier bei dem Motor, der ist schwächer als das Aggregat, was wir hier drin haben. Hier haben wir nämlich noch Titankomponenten, werden wir gleich noch sehen, in der Top-Version. Das entspricht in etwa der GT2 Klasse sogar, dieses Aggregat. Oder der GT3 Klasse. Dann haben wir die GT3 Klasse, die ist oben drüber. Die hat schon ein bisschen mehr Leistung, nicht nur an die 500 PS, so wie die GT4 Klasse. Je nach Rennen, je nach Reglement, das unterscheidet sich ja immer dann. Das wird dann ja immer nochmal individuell geregelt. Aber die GT3 Klasse, die kommt schon sehr nah, hat aber auch ein bisschen weniger Maximalleistung verfügbar als das Aggregat hier. Und dann haben wir die GT2 Klasse seit Ende 2019 ungefähr. Die verfügt dann über 640 PS statt 620 PS, wie das Auto hier hat. Ja, und damit haben wir einen richtigen Rennwagen hier stehen, der auf dem sogenannten Audi Space Frame basiert. Das ist ein Konstrukt hier, das Ganze hier, die ganzen Teile, Karosserieteile sind aus Alu, auch die Türen und alles komplett, da ist nichts mehr Stahl, klar, ist ja auch ein richtiger Rennwagen. Und das, was darunter ist, was die ganze Karosserie zusammenhält, das ist dieser Space Frame, der ist 200 Kilo leicht, also wirklich Rennwagenniveau, auf dem die ganzen GT2, GT3, GT4 Rennwagen auch basieren. Der ist aus Aluminium Trägern, auch aus Aluminium-Gusspunkten, zum Beispiel hier an dieser Gussaufnahme, hier hinten an dieser Gussaufnahme zusammen. Und wir haben hier in diesem, es ist kein
vollständiges Carbon-Monoposto-Design, aber es ist so ein bisschen, dass hier dahinter ganz viel aus CFK und Carbonfaserverstärkten Materialien besteht, so dass das Ganze wirklich sehr kompakt und sehr steif zusammenhält. Das ganze Auto gibt es ja natürlich auch noch als Spider. Da ist das 208 Kilo schwer, dieser Space Frame, weil natürlich man hier oben zur Torsionssteifigkeit nicht mehr das Dach hat beim Spider und entsprechend hier verstärken muss. Das kennen wir ja. Ich mache mal vorne auf, da kann ich das noch ein bisschen besser erklären. Das Auto ist ja nicht neu, das ist mir auch bewusst. Das ist trotzdem aber umso spannender, das mal wirklich zu sehen bei so einem Supersportwagen, weil wir auch den McLaren zum Beispiel 27S da hatten, mit dem gefahren sind. Und er ist vom Layout ein bisschen anders, weil er natürlich eine komplett Carbon-Zelle hat. Das baut ja McLaren immer so auf. Er hier hat eben diese Philosophie, diese Strategie, dass man das nicht als komplette Monoposto-Zelle aus Carbon fertigt, sondern eben das aus diesen Aluminiumträgern und Gussprofilen dann, die das eben zusammenhalten, aufbaut. Das unterscheidet sich eben. Beide sind extrem torsionssteif, McLaren als auch der hier. Und beide sind auch extrem leicht. Die unterscheiden sich dann am Ende nicht wahnsinnig. So, wir haben hier vorne ein Kofferraumvolumen, ein süßes Kofferraumvolumen. Das ist auch das Einzige, was wir hier haben. Trotz Mittelmotor haben wir hinten keine Möglichkeit, nochmal zu verstauen, von 112 Litern. Ja, da passt einmal fürs Wochenende passen hier ein paar Taschen rein oder eine große. Dann noch ein paar Ablagen hier für Mikrofasertücher, damit das Auto mal schön sauber ist. Und hier vielleicht für Jacken. Es ist schon gut gelöst, aber natürlich dahinter ist klar, da sitzt dann nochmal der Allradantrieb, also das Quattro-System, das die vorderen Räder antreibt. Deswegen haben wir hier eben so wenig Raum vorne für etwaiges Gepäck. Serienmäßig sind LED-Lichter. Optional gibt es Matrix-LED-Laserlicht. Wir haben das hier verbaut. Das erkennt man an diesen ja, leicht bläulich schimmernden Applikationen. Kennen wir auch schon von RS7, RS6 und so weiter. A8 hat es auch, S8 auch. Hier haben wir es auch drin. Noch mehr Sicht in der Nacht, noch klarere Sicht. Ein richtig gutes Licht. Das wurde übrigens im R8 LMS, also im Langstrecken R8 bei den 24 Stunden, auch damals erprobt. Hat man gesagt, es läuft so gut, dass es hier auch in die Serie kommt. Und jetzt hat es natürlich auch der R8. Hier vorne haben wir die Lufteinlässe und auch ganz schön viel Fake, muss ich sagen. Das ist mir bei so einem Auto immer ein bisschen unangenehm oder nicht unangenehm, aber finde ich komisch, wenn dann so ein Auto kommt mit hier zum Beispiel mit den Blistern hier an den Scheinwerfern oder hier am Bug hier vorne an den äußeren Sachen. Es kann sein, dass einzelne, werden wir auch gleich sehen, an den Seiten, dass einzelne Lufteinlässe hier im Rennsport kein Fake sind. Aber hier sind sie zumindest Fake und einfach nur zur Optik, zur Verbreiterung der Optik. Also nicht das Prinzip Form follows Function. Klingt witzig, ist aber so, wir haben es auch beim Audi A1 zum Beispiel gehabt. Diese drei Quattro-Blister sollen an die historischen Zeiten von Audi mit dem Urquattro erinnern. Auch der R8 trägt sie. Ja, hier an den Seiten sind 20 Zoll Räder montiert. Die sind optional, 19 Zoll sind serienmäßig hier dahinter. Die Keramikbremsanlage, die kostet nur 500 Euro Aufpreis im Performance mit roten Bremssätteln, aber Keramik erkennt man immer in dieser schönen Struktur hier oben mit gelochten Bremsscheiben, 6 Kolben Bremssätteln hier an der Seite. Sieht richtig gut aus und die packen auch richtig gut zu. Leichtkurve 300 haben wir jetzt erreicht im sechsten Gang. Er dreht jetzt bis 7,5, genau, sind jetzt 320, 330 mit Geräusch, okay. Ja, mehr haben wir nicht. Jetzt gehe ich voll in die Eisen, voll auf die Bremse. Voll auf die Bremse. Oh. Und das ist der Hammer. Wie gesagt, 500 Euro Aufpreis, das ist ein echtes Schnäppchen. Das müsste man sich echt nehmen. Die Reifen, die wir hier drauf haben, das sind die Michelin 4S, Pilot Sport 4S Reifen. Es gibt natürlich auch noch die Cup 2 Reifen, aber davon raten wir oder rate ich ab, weil Semi-Slicks auf normalen Straßen zu fahren, gerade mit dieser Kraft, mit diesem Auto, das ist schon ein bisschen sehr, sehr schwierig, weil die Haftungsgrenze dann sehr, sehr zackig abreißt. Und als Mittelmotorsportwagen ist das schon ein richtiges Abenteuer, mit solchen Reifen unterwegs zu sein. Deswegen sind diese Reifen, die hier montiert sind, echt gut. Werden wir auch gleich noch mal sehen beim Fahren.
Lufteinlässe hier unten an der Seite für den V10-Motor im Heck. Klar, wir haben auch vorne Lufteinlässe für die Kühler, aber natürlich braucht der V10 auch direkt Luft. Und hier oben haben wir noch Lufteinlässe, auch wieder Fake. Das meine ich aber im Rennwagen, mich zu erinnern. Wenn Sie es besser wissen als ich, dann schreiben Sie mir das bitte in die Kommentare, ob das nicht so ist. Aber ich glaube, der Rennwagen hier, ich meine zu wissen, dass er hier die Lufteinlässe hat. Deswegen ist an der Stelle für das Serienfahrzeug Schluss, denn es reichen wohl diese Luftzuströmer hier und da oben ist es dann nur dem Rennwagen vorbehalten. Neben dieser Traumsilhouette, neben dieser Traumkarosserie und diesen Sideblades hier, die übrigens von Audi Exclusive stammen, in diesem Schwarz, haben wir hier nochmal die Hinterachse, ebenfalls natürlich mit Keramikscheiben, ein bisschen kleiner auch. Bisschen kleiner von den Bremssätteln, ist ja klar, weil die meiste Bremslast ja vorne sitzt. Aber wir haben hier 305er Reifen in der Breite. Das ist nicht ganz so krass viel wie bei den meisten heckgetriebenen Supersportwagen oder auch beim Porsche 911. Der geht noch eine Reifendimension weiter, aber sie reichen offensichtlich und auch spürbar. Sie geben richtig, richtig viel Traktion auch auf die Hinterachse. Ja, er öffnet sich richtig schön und lässt dieses V10-Aggregat hier unten frei. Wir haben hier diese 10 Töpfe in dieser ganz bestimmten Zündreihenfolge. Also 1, 6, 2 und dann geht's hoch. 7, 3, 8, 4, 9, 5 und die 10 habe ich vergessen. Ich glaube 1, 6, 2 und dann 10 und dann, genau, das war mein Fehler. Das gibt diesen sonoren Klang und diesen unglaublich schönen Klang, ausgewogenen Klang dieses V10 FSI. Wir haben hier mit Carbonabdeckungen nochmal Beplankungen, die sind optional, damit das eben nochmal ein bisschen mehr in Szene gesetzt wird, dieses Aggregat, wenn es nicht sowieso schon durch diese Glasscheibe hier ist. Wir haben hier auch eine Trockensumpfschmierung, sodass das Ding möglichst weit nach unten kommt, den Schwerpunkt hier nochmal weit an die Straße bringt. Und in diesem Top-Aggregat sind die ganzen Ventile und also die 40 Ventile und die Federn dazu sind nochmal in Titan ausgeführt, sodass wir hier diese maximale Leistung auch dauerhaft kriegen. Ich mache ihn jetzt mal an. Ich kann es kaum erwarten. Wir haben ja diesen ganz typischen Klang und dann Moment. Das ist echt ein richtig, richtig schönes Aggregat. Wenn ich mit meinem Mikrofon mal ein bisschen hier hingehe, hört man das Klackern zwar hier ein bisschen, das klingt wie ein typischer VAG-Konzernmotor, aber wenn man da hinten hingeht, dann hört man diesen schönen, schönen, tiefen, leicht heiseren Klang. Und dann macht man diese Scheibe zu und dann hört man nur noch diesen Klang. Ich mache ihn jetzt wieder aus, weil dann können wir uns noch mal kurz ans Heck schauen. Mit seinen 1,6 Tonnen Fahrzeuggewicht, hier leicht aufgerundet, drückt dieser Spoiler hier hinten bei dem Performance, bei der Performance-Version 100 Kilo noch mal auf die Hinterachse. Das gesamte Auto kommt bei der Höchstgeschwindigkeit von 331 km/h laut Tacho um 140 Kilo runter. Das heißt, es gibt diese unglaubliche Stabilität auf Autobahnen, gerade bei diesen hohen Geschwindigkeiten in Kurven, das ihn nochmal deutlich mit in Kombination natürlich mit dem Allradantrieb, mit dem Quattro-Allradantrieb deutlich auf diese Straße presst. Und das kommt natürlich auch auf der Rennstrecke nochmal zum Ausdruck. Deswegen hat dieses Auto so unfassbar hohe Runden- und Kurvengeschwindigkeiten. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Auf der Landstraße natürlich bei 100 km/h wird das nicht so wahnsinnig kommen, aber auf Autobahnen langgezogenen Kurven ist das ein echtes Highlight. Breites Heck, ovale Endrohre, ganz typisch im Audi R8 Design oder auch RS Design. Die ganzen RS6, RS7 haben das ja auch. Hier nochmal natürlich auch mit OPF. Man hat es gerade gehört, man hat es nicht gehört, gerade weil wir auch keinen Vergleich haben. Es klingt trotzdem richtig gut. Wir haben hier die Klappenanlage immer noch drin, aber ohne separaten Schalter im Interieur. Also für Poser in der Stadt und so ist es dann schwieriger geworden. Aber man kann auch da den Performance-Modus drücken. Dann werden noch ein paar andere, werde ich noch erklären, andere Parameter verstellt. Aber wir haben dann mit dem Performance-Modus auch die Klappen offen und dann klingt es eben so sonor, wie es gerade geklungen hat. Ja, hier viel Breite, viel Mächtigkeit, R8-Schriftzug, auch die schwarzen Audi-Ringe hier wieder wie vorne. Ein Gruter und ein großer Diffusor, der in Kombination mit dem Heckflügel natürlich
natürlich nochmal diesen Anpressdruck garantiert und die Schleppwirkung nach hinten, also die Verwirbelung nach hinten transferiert. Und das macht dieses Auto so eben so breit und so mächtig, wie es eben hier dasteht. Der CW-Wert von diesem Auto, der beträgt 0,36, ist nicht wahnsinnig windschnittig, würde man jetzt sagen. Aber klar, das Auto braucht natürlich auch ordentlich Anpressdruck und deswegen sind diese 0,36 dieser Wert eben für dieses Auto noch da. Auch typisch R8, typisch Supersportwagen hier unten die Griffe und dann kann man hier diese wirklich sehr, sehr langen Türen, großen Türen spielerisch aufmachen. Ach, bevor ich mich setze, hier hinten haben wir noch Abteil, ein ganz kleines Abteil für die Koffer und Taschen. Da können wir noch ein bisschen was unterbringen, da hinten auch mit einem Netz, Gepäcknetz versehen. Viel Platz ist nicht, aber wie gesagt, für ein paar Handtaschen reicht das. Ja, ein breiter Schweller, den wir hier haben mit Carbon-Inlays. Sowieso haben wir hier relativ viel Carbon nochmal im Interieur mit dem zusätzlichen Paket. Ein breiter Schweller, aber trotzdem kommt man hier recht gut rein. Das ist nicht immer so in Supersportwagen, denn auch diese Autos sind ja meistens sportlicher als ihre jeweiligen Besitzer und deswegen braucht man hier drin auch wahnsinnig viel Platz. Das ist mir übrigens auch in anderen Supersportwagen aufgefallen, dieser Platzbedarf in solchen Supersportwagen. Man denkt ja immer, das ist relativ eng alles, aber wenn man hier dann tatsächlich sitzt, das war im McLaren auch so, dann hat man ein relativ geräumiges und luftiges Cockpit. Und trotz Rennwagen haben wir hier allen Luxus, den man hier so, ja, nicht vermisst, aber den man auch hat. Wir haben hier zum Beispiel ein virtuelles Cockpit, also virtuelle Instrumente. 12,4 Zoll ist das hier groß. Übrigens spielt sich auch alles hier in diesem Cockpit ab. Wir haben kein zusätzliches MMI, also kein zusätzliches Multifunktions- und Multimedia-System, sondern alles wird mit dieser Steuerung in der Mittelkonsole hier gemacht, in diesem System. Davor, man merkt tatsächlich auch teilweise, dass wir hier im Konzern uns befinden. Das merkt man teilweise an dem Lichtschalter. Der kann auch im Golf sein. Der kommt, glaube ich, auch aus dem A3 und so weiter. Das merkt man an den Schaltpedals hier hinterm Lenkrad. Die ich immer bemängle. RS7, RS6, die haben alle die gleichen Schaltpedals. Alles aus, ja, man kann schon sagen, billigen Kunststoff. Da gibt es Nachrüstlösungen, die kosten auch nicht wahnsinnig viel. Da hat man die schönen großen Schaltpedals. Das ist wirklich eine Investition, die man hier noch tätigen muss, wie ich finde. Dann hat man voller Luxus Bang & Olufsen Soundsystem mit integrierten Kopfstützen-Lautsprechern, die nochmal in den Kopfstützen montiert sind. Er gibt einen richtig schönen Surround. Auch das ein so ein Luxusaspekt, den man hier hat. Und dann haben wir hier die Sportsitze in Lederbezug, die klar so Art wie Schalen sind, keine wirklichen Komplettschalen, aber man findet hier sich sehr wohl an Bord und kann hier sehr komfortabel fahren. Ja, gerade wenn man jetzt hier an Bord sitzt, da merkt man nochmal dieses Raumgefühl. Man fühlt sich nicht gedrungen, aber man fühlt sich trotzdem wie in einem Rennwagen. Allein durch die Frontscheibe, die relativ kurze, die relativ langgezogene Dachlinie nach vorne, die kleinen Sonnenblenden hier und auch die Position. Man fühlt sich sehr gut hier drin in diesen Sitzen, das Lenkrad, die ganze Position, alles. Man ist sehr nah am Boden. Auch die Beine gehen schön gerade nach hinten mit einem großen, relativ großen Winkel. Klar, es gibt noch tiefere Sitzpositionen und so weiter. Das hatten wir sogar im Abarth 124 Spider. Der war noch tiefer so, aber ansonsten ist das hier relativ, ja, schön. Vor allem mit dem langen Armaturenbrett noch nach vorne, mit den Lüftungsdüsen hier in der Mitte. Sehr sparsam damit umgegangen, sehr präzise und nicht große Flächen an Lüftungsdüsen, all das, das ist Rennwagen-typisch. Und trotzdem soll es hier an Komfort eben nicht mangeln in diesem Auto. Was natürlich jetzt auch ganz toll ist, ist der Sound nochmal, wenn man hier drin sitzt. Wenn ich den mal anmache hier. Oh, herrlich. Und dann gehe ich gleich in den Performance-Modus. Dann sehe ich, dass die Drehzahl etwas nach oben geht. Wir haben jetzt Standdrehzahl 1100 Umdrehungen. Und nicht mehr, ja, im normalen Modus sind es so um die 800 Umdrehungen, genau. Wenn ich in den Performance-Modus gehe, dann kann ich hier wählen, ob ich in Snow, Wet oder in Dry bin. Und jetzt, da wir alles hier trocken haben auf der Landstraße und so, gehe ich natürlich auf den Dry-Modus.
Alles andere mit Drive Select kann man dann hier machen, dann geht er wieder aus dem Performance-Modus raus. Kann man auch in Dynamic gehen und so weiter, hört man auch die Klappen, die sind in Dynamic auch wieder offen. Und man kann individual programmieren, das alles kennen wir schon von Audi. Auch Auto, da passt der alles an, entsprechend meines Fahrerwunsches, misst Gaspedal, Kennlinie, Lenkkennlinie und so weiter und weiß dann, wie ich denn fahren möchte und passt da alles an. Aber wir gehen jetzt, weil wir natürlich hier mehr Acht auf dieser Landstraße hier sind, wieder in den Performance-Modus, in den Dry. Da ist dann das ESP sehr weit nach zurückgenommen und auch alle anderen Systeme, die regeln erst sehr spät ein, dass sie in letzter Minute noch alles verhindern können, das Schlimmste, aber sie greifen nicht mehr so früh ein. Genau, das mit den Schaltpedals habe ich ja schon gesagt, das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Ansonsten können wir jetzt, glaube ich, starten hier mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, dem virtuellen Cockpit hier vorne. Und dann schauen wir mal, was dieses Auto da so bringt mit seinen 620 PS. Und man merkt schon, dieser Sound einfach, der diesen Innenraum befüllt, der ist überhaupt nicht aufdringlich, also gar nicht aufdringlich. Er ist einfach nur schön. Er füllt diesen Innenraum mit einem ordentlichen, kernigen Sound. Wenn ich jetzt aber tatsächlich in den sechsten Gang gehe und ganz normal hier über diese Landstraße fahre, dann höre ich fast gar nichts mehr von dem Motor. Und das zeichnet ihn auch auf der Autobahn aus. Auf langen Strecken ist der Motor nur unter Last laut. Und wenn man so dahin gleiten möchte, ganz normal bei Reisegeschwindigkeiten 160, 170, 180 km/h, ist er sehr, sehr angenehm und hält sich komplett zurück, sodass man sich ja auch vernünftig unterhalten kann. Bei diesen Geschwindigkeiten oben, werden wir vielleicht nachher noch sehen, da kann man auch die Abrollgeräusche, die sind natürlich ein bisschen lauter, auch mit den Reifen, mit den breiten Reifen, mit dieser Kennzeichnung dieser Reifen, aber sie sind nicht übermäßig laut und auch die Windgeräusche, die gehen eigentlich. Man kann sich trotzdem auch noch bei über 200 km/h ordentlich unterhalten. Ja, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen mehr Gas geben, dann merkt man schon diesen, ich habe jetzt nur gedreht in den Drehzahlen, ja, zwischen 2,5, 2,8 und knappen 4. Da merkt man schon, da kommt schon eine Kraft, aber man merkt auch, es ist kein Turbolader am Start. Das heißt, wir haben hier diese ganz normale Saugmotor-Charakteristik, die ich ja so schön finde. Man kann nämlich so schön dosieren mit diesem Motor und er lässt dich so schnell hochdrehen und jetzt erst kommt der Schub. Man merkt nochmal bei 6000 Umdrehungen, dass der Schub nochmal richtig einsetzt und er nochmal richtig stramm nach oben geht. So, Zeit für einen Soundcheck. Das Auto muss ja auch gut klingen und wie ich bin, habe ich für Sie auch hinten ein Mikrofon direkt am Abgasstrang. Jetzt wollen wir mal sehen, wie das klingt. Da muss ich auch keine Tür aufmachen und so. Was für ein Einsatz hier nur für Sie. Was ja immer schön ist bei diesen V10 oder vor allem bei den Hochleistungsmotoren, bei den Hochdrehzahlmotoren, ist, dass sie so ein kleines Schwungrad haben und so schnell wieder sich beruhigen. Das heißt, ganz schnell hoch und ganz schnell auch wieder runter. Wie schön das einfach ist. Wir haben hier einen Rev-Limiter drin, aber den umgehen wir jetzt einfach, indem wir jetzt mal die Launch Control gleich nutzen. Und dann wird es da hinten nochmal deutlich intensiver vom Klang. Ich bin selbst gespannt, wie das dann klingt mit Launch Control. Schauen wir uns jetzt mal an. Auf ebener Strecke 0 auf 100 ist in 3,1 Sekunden soll es absolviert sein. Das messen wir jetzt nicht nach, das ist schon so oft gemessen worden. Aber wichtiger ist, wie klingt es und wie fährt sich's. Ich werde es nicht moderieren. Wir lassen es jetzt erstmal so einfach laufen. Was mich überrascht, aber wir haben auch, muss ich sagen, wir haben 13 Grad Außentemperatur und die Reifen sind sowas von überhaupt nicht warm.
Ich könnte jetzt hier die Reifentemperatur anzeigen lassen, aber ich schätze mal, sie wird so auf 30, 31 Grad sein, das ist gar nichts. Deswegen hatten wir auch diesen Wheelspin und diesen leichten Versatz. Aber ist das nicht ein Traum von Klang? Ist das nicht eine Klangkulisse, die dieser V10 hier von sich gibt? Und auch wenn ich hier mal Zwischengas, also runterschalte, dann gibt er ja automatisch Zwischengas. Dann hat man immer dieses leichte Fauchen und Zischen noch. Das ist einfach so, so, so schön. Jetzt bei ganz normaler Fahrt auf dieser sehr, sehr unruhigen Straße, die kennen wir ja schon zur Genüge, sind mit vielen, vielen Autos hier schon gefahren, merkt man die Straffheit des Fahrwerks. Wir haben hier nicht das Magnetic Ride Fahrwerk an Bord, das sich nochmal mit den Dämpfereinheiten nochmal anpasst an die Straßenoberfläche, sondern wir haben das Performance Fahrwerk mit dem CFK-Stabilisator vorne zwischen den beiden Vorderrädern, der noch mal mehr Ruhe in den Vorderwagen bringen soll und auch bringt. Und dieses Performance-Fahrwerk, da ist noch mal ein bisschen fester abgestimmt mit deutlich strafferer Federkennlinie und Dämpferkennlinie. Und das merkt man hier, dass es sehr, sehr, sehr direkt ist. Und auch jetzt beim Einfahren in diese Kurve und gleich nach raus beschleunigen. Es sind jetzt natürlich keine Geschwindigkeiten, die man jetzt in Orschersleben mit dem Golf 8R fahren würde. Hier auf der Landstraße, hier nehme ich mich natürlich zurück, aber trotzdem ist es nicht im Grenzbereich und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt hier komplett alles feinfühlig spüren kann. Aber was ich hier spüren kann, ist, dass das Auto so verdammt präzise fährt und teilweise rausgezogen wird und rausgeschoben wird und so, so, so schnell ist. Es ist so unglaublich schnell. Man ist mit diesem Auto immer ein Bein im Knast. Das ist unglaublich. Diese Präzision der Lenkung, nochmal auch wegen dem Stabilisator vorne, dass das rechte Rad weiß, was das linke macht, dass beide immer gleichzeitig belastet werden. Das bringt natürlich auch nochmal deutlich, deutlich weniger Wankneigung. Auch schon in diesem tiefen Fahrzeug hätte man ja sonst ein bisschen mehr Wankneigung. Ja, wenn wir jetzt hier in der Ortschaft sind, dann kann ich hier ganz normal über Drive Select wieder den Dynamic-Modus rausnehmen und den Performance-Modus auch rausnehmen und gehen in den Komfort-Modus. Jetzt haben wir zwar keine andere Einstellung im Fahrwerk, aber wir haben immerhin die Klappen wieder zu und können jetzt ganz normal im Komfort-Modus, im Automatik-Modus hier durch das Dorf fahren, ohne jemanden irgendwie nur zu belästigen. Das ist sehr angenehm, das ist so ein richtiger Silent-Modus und dann hört man hinten eigentlich gar nichts mehr, solange man das Gaspedal nicht wieder hier voll durchdrückt, was man ja im Ort nicht macht. So, jetzt sind wir wieder auf der Landstraße, ich mache wieder den Performance-Modus an, auch wieder rechts in manuell und hier wieder Hubbelpiste. Bin mal gespannt, wie das Auto sich hier verhält auf dieser wirklich extremen Hubbelpiste. Der Sound ist der nicht schön, ist der Sound nicht schön, so richtig satt. Aber man spürt alles in dieser Lenkung, also sie lässt alles zu, sie filtert nichts weg. Man weiß genau, woran man ist, es ist relativ unruhig, aber es ist trotzdem kein Problem, sie zu haben. Und jetzt sind wir hier in sehr, sehr, auf sehr, sehr schönem Asphalt, sehr, sehr neu gemachtem Asphalt. Und da fühlt sich das Ganze natürlich wieder an wie auf der Rennstrecke. Also er kann beides. Er kann diesen rauen Asphalt und er kann auch diesen schönen neuen Asphalt. Beides macht mit ihm unglaublich viel Spaß, ohne jetzt, dass die Hände komplett schwitzig werden, dass man sie immer hier an der Hose trocken machen muss. Sondern das läuft alles sehr, sehr sicher und sehr, sehr schön ab. Es ist natürlich hier an Bord sehr ruhig. Das ist zum einen natürlich auch dem Fahrwerk geschuldet, zum anderen ist es auch die Stabilität und vor allem die Torsionssteifigkeit dieser Karosserie. Daran erkennt man ja immer, ob Fahrzeuge sehr, sehr steif sind oder nicht. Je weniger sie angeregt werden durchs Fahrwerk, durch die Karosserie in Schwingung zu kommen, desto mehr oder desto steifer sind sie. Ja. Und das Auto ist demnach wirklich sehr, sehr steif. Das spürt man auch in Kurven und vor allem auf diesem unruhigen Straßenbelag.
dass hier in der Karosserie sich kaum etwas tut, sondern dass hier alles komplett fest und steif ist. Das sehen wir jetzt auch gerade hier wieder. Da ist sehr, sehr, sehr wenig Bewegung. Und das lässt dieses Auto einfach so präzise über diesen Asphalt hier rollen. Auch mit diesem Performance-Fahrwerk, das ja nicht adaptiv ist, sondern seine fest vorgegebene Dämpfer- und Federkennlinie hat. Ja, das ist so ein schönes Beschleunigen. Aber natürlich kommt es hier in diesem Auto nicht nur auf Beschleunigen an, sondern auch auf die Stabilität. Und wie sie bei hohen Geschwindigkeiten ist, das können wir hier nicht testen. Das sehen wir jetzt gleich auf der Autobahn. Wer sich jetzt fragt, ja, schönes Auto, ich kann mir das 205.000 Euro Auto, also den V10 Performance, nicht leisten, aber ich leiste mir den Rear-Wheel Drive. Meine Gedanken sind das auch, wobei auch bei dem wird es finanziell noch knapp. Je nachdem, wie lange Sie gucken, wird es vielleicht auch dann irgendwann mal reichen in ein paar Jahren. Aber wie viel verbraucht er denn? Gerade bei noch zusätzlicher CO2-Steuer jetzt auf den Kraftstoff und bei steigenden Preisen. Wie viel verbraucht dieser R8? Ja, der R8, wenn man ihn ganz normal fährt, man kann ihn ja auch im Komfortmodus fahren über längere Strecken, macht man das dann mal schon, weil man will ja nicht permanent nur im Performance-Modus unterwegs sein. Dann kann der R8, der Motor, der V10 auch segeln und er hat auch eine Zylinderabschaltung. Und zusammen mit diesem Segeln und mit an der Ampel Motor aus und so weiter, kommt man dann auf einen Verbrauch, ja, wir haben es ausprobiert, von ungefähr 14 Litern auf 100 Kilometer. Und das ist noch nicht mal bei komplett nur Gaspedalstreichen, sondern da kann man ganz normal fahren mit diesen 14 Litern. Das ist im Supersportwagenbereich McLaren 27S, den nehme ich jetzt auch wieder her, weil wir den eben auch gefahren sind. Sonst sind wir ja in der Supersportwagenliga nicht so wirklich unterwegs. Da hatten wir einen Verbrauch von 16, 17 Liter bei ganz normaler Fahrweise. Also wir waren ein bisschen drüber, auch trotz V8 Turbomotor, aber ja, auch er war dann nicht ganz so sparsam. Er hatte auch keine Zylinderabschaltung, auch kein Segeln und so weiter. Das macht dann schon noch mal ein bisschen was aus. Und diese 14 Liter, das muss man für einen V10 Motor dann eben schon rechnen. Und damit, wenn nicht eher mehr, weil so wie wir jetzt hier fahren im Performance-Modus, immer Vollgas und dann wieder Vollbremse und so weiter, da gehen dann schon die 18, 19 Liter durch. Aber dann ist auch gut mit sportlich, das ist wirklich performantes Fahren, dann hat man einen Durchschnittsverbrauch von 18, 19 Liter, das ist gut. Auf der Langstrecke Autobahn fahren, immer Reisegeschwindigkeit 180 km/h, ja, 160 manchmal, auch mal 300 gefahren. Eine lange Strecke von Braunschweig nach Leonberg in unsere Redaktion hatten wir dann einen Zwischenverbrauch von durchschnittlichen Verbrauch von 16 Liter und ich finde, das geht schon in Ordnung für so einen Hochleistungssportwagen mit V10, Hochleistungsmotor und so weiter. Da ist das schon eine Sache, die in Ordnung ist. Achtung, Tunnel. Oh ja, da kommt dieses leichte Bollern. Man hört es ja immer in diesem Mikrofon, was ich da extra montiert habe. Das ist echt schön. Man merkt auch immer, wie ein Auto reagiert im Kreisverkehr. Vor allem hier, wie präzise es ist. Er schiebt den Hintern immer leicht in die Kurve, also er neigt zum Übersteuern. Aber das ist auch abhängig von dem Luftdruck und das ist auch abhängig von verschiedenen anderen Faktoren, natürlich auch der Umgebungstemperatur. Je nachdem, wie das ist, manchmal auch in manchen Kurven, die unterhalb des dritten Ganges sind, also im ersten oder zweiten Gang, enge Kurven, hat er auch leichtes Untersteuern manchmal. Da schiebt er dann ein bisschen über die Vorderachse. Auch der siebte Gang ist ja auch beim R8 Performance ein Spritspargang. So witzig es klingt, aber zum Reisen ist er super, denn er hält die Drehzahl niedrig und dann auch tatsächlich den Verbrauch niedrig. Wenn ich jetzt in den fünften Gang gehe, dann habe ich Beschleunigung. Ich drehe aus bis 8.300
und dann kann ich hier spielerisch auf 300 gehen und das auch in so einer leichten Kurve. 300 haben wir jetzt erreicht im sechsten Gang. Er dreht jetzt bis 7,5, genau, sind jetzt 320, 320, 330, mit Geräusch, okay. Ja, mehr haben wir nicht. Jetzt gehe ich voll in die Eisen, voll auf die Bremse, voll auf die Bremse. Oh. Und das ist der Hammer. Wir waren jetzt gerade auf fast, sagen wir mal, über 320, fast 330 auf dem Weg dahin zumindest. Ich habe jetzt runtergebremst auf 100 und stand noch nicht mal volle Kanne auf der Bremse. Sondern ich stand ordentlich auf der Bremse, aber ich habe keine Vollbremsung eingeleitet, sodass die Regelsysteme nicht regeln mussten. Und allein was das war, diese Verzögerung, die ist unfassbar bemerkenswert. Und das macht diese Autos auch so sicher auf Autobahnen, wenn die Leute oder wenn jemand damit umgehen kann, das zu dosieren und auch den Verkehr zu beobachten, dann ist das, wie man jetzt gerade gesehen hat, kein Problem, auch am helllichten Tage diese Geschwindigkeiten zu fahren. Denn diese Liga auch mit 300 durch diese leichte Kurve und auch diese Kuppe und so zu fahren, diese Liga der Fahrzeuge, das ist ein komplett anderes Niveau. Das ist schon extrem. Das ist schon in einem Golf GTI Clubsport extrem, weil auch er sehr, sehr, sehr gut auf der Straße liegt. Ich nenne das Auto jetzt nur, weil wir es auch zuletzt in der Redaktion hatten. Wenn wir eine Klasse höher gehen, 718 GTS, auch das ist sehr, sehr extrem, vor allem Kurven fahren. Und das hier, das ist nochmal ein Tick drüber, weil einfach diese Kraft von diesem freisaugenden Motor nochmal dazukommt. Und es dann diese erstens Geräuschkulisse gibt und auch diese Performance-Leistung einfach, die dieses Fahrzeug hier an den Tag legt. Ich kann jetzt hier auf die Fahrzeugeinstellungen gehen und dann hier nochmal auf die Sportanzeigen. Und dann habe ich hier einen G-Meter und ich habe auch die Möglichkeit, mir hier die Reifentemperatur, nicht nur die Reifendrücke, sondern auch die Reifentemperaturen anzeigen zu lassen. Da sind wir bei über 34 bis 35 Grad. Und das reicht jetzt eigentlich schon, um so ein bisschen Grip zu haben auf den 4S-Reifen. Und man merkt hier sehr, sehr schön, wie er jetzt so austariert ist. Sehr, sehr, sehr schön austariert in dieser Auffahrt. Das ist jetzt schon relativ an der Haftungsgrenze. Das ist schon am Niveau. Und er kommt immer leicht mit dem Heck noch. Die Reifen quietschen ganz leicht, aber er bleibt trotzdem super stabil. Also er kommt leicht mit dem Heck. Es ist jetzt bei diesen Temperaturen, bei diesen Reifendrücken mit über die Vorderachse schieben ist nicht mehr, sondern man kann ihn super, super schön stabilisieren. Man merkt auch, wie Vorder- und Hinterachse um den Mittelmotor herum tänzeln und so der Motor, dieser Pol bleibt. Und das Heck immer so ein bisschen will, je nach Gaspedal, Kennlinie, also je nach wie viel man ihm zumuten will. Und dann kommt da so ein bisschen mit dem Heck. Tja, wir haben jetzt leicht, ganz leicht Niesel, aber es macht nichts. Solange es nicht mehr regnet, können wir noch mal hier probieren, die 330 ins Visier zu nehmen. Ich drehe jetzt ganz langsam aus im sechsten Gang. Ganz entspannt sind wir jetzt auf 290, genau, leichte Bodenwelle und jetzt können wir hier nochmal durchladen, da bin ich gerade ein bisschen aufs vom Gas runter, haben wir 324 und haben jetzt hier die leichte Kurve mit gerade 32 haben wir jetzt schon. Und dann ist natürlich immer, wenn ich jetzt hier auf die Bremse gehe, dann wurde er leicht instabil, weil wir noch diese Kuppe hatten und diese Kurve. Und dann ist natürlich klar, bei 332, dass man dann irgendwann auch mal eine Grenze erreicht hat, die der Flügel hinten packen kann. Und schon wieder sind wir auf 307. Das geht so, so schnell.
Also das ist schon sehr, sehr stark. Und was dabei eben auffällt, ist, wie unfassbar stabil der bleibt. Bis auf diese eine Ausnahme, klar, weil wir eben diese Kuppe hatten, da reicht der Heckflügel nicht. Da brauche ich noch einen größeren Heckflügel, um dann nochmal mehr Stabilität drauf zu kriegen. Und vor allem, ich bin vom Gas gegangen und war leicht an der Bremse. Klar, da ist das Auto. Solche Autos müssen ja immer auf Zug oder Druck sein, immer vollständig. Und da hatte ich den leichten Spielraum drin, dass das eben nicht gegeben war. Deswegen wurde er da leicht instabil. Aber trotzdem, es ist und bleibt Wahnsinn, was dieses Auto kann, auch auf langen Strecken, auch auf der Autobahn und auch auf der Landstraße. Es ist ein Rennwagen, man spürt es, es sind diese Rennwagen-Gene hier an Bord. Man spürt es unglaublich, weil eben das, die Präzision hier gegeben ist, dieses komplett andere Niveau dieser Präzision und diese Geräuschkulisse in diesem Auto, das ist echt der Wahnsinn. Ja, der Audi R8 V10. Was muss man schon sagen zu einem Rennwagen, vor allem auch mit mir als total Rennsportbegeisterten? Ich hoffe auf jeden Fall, das ist mein ärgster Wunsch, dass wir dieses Aggregat und diese Kombination mit diesem Auto, mit diesem Rennwagen eigentlich die nächsten Jahre noch irgendwie durch die Welt kriegen, durch die ganzen strikten Auflagen, durch die ganzen EU-Auflagen, denn es ist ein Gewicht. Er ist ein typischer Mittelmotor-Sportwagen mit all seinen Eigenheiten. Ich würde auch hier zum Beispiel, wenn wir beim Fahrwerk sind, auf dieses Magnetic Ride Fahrwerk verzichten, ohne es gefahren zu sein. Denn für dieses Auto brauche ich eigentlich nur starke und richtig kräftige und feste Dämpfereinheiten, die das Auto wirklich so sportlich bewegen lassen oder mich das Auto so bewegen lassen, wie ich es mir vorstelle, wie auch ein Rennwagen fährt. Denn der hat auch kein Magnetic Ride Fahrwerk. Ja, ansonsten, dieser Motor ist ein Traum, der Sound ist ein Traum, die Emotionalität dieses Autos ist ein Traum. Da kann irgendwann, ich kann es mir einfach kaum vorstellen, dass diese Emotionalität auch irgendwann mal bei einem ähnlich gearteten, es gibt ja solche Studien, solche Pläne, auch von Audi, Elektrofahrzeug irgendwie kommt. Aber ich lasse mich gerne belehren, mal sehen, was die nächsten Jahre bringen. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass das Auto eine wahre Wonne ist. Man hat es ja auch gesehen und gehört. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dieses Review zu diesem wirklich sehr speziellen Auto, zu diesem speziellen Fahrzeug. Wir gehen die nächsten Wochen noch mal ein bisschen mehr auf Fahrfreude ein, gehen eine Preisklasse tiefer, aber sie wird genauso präzise, wenn nicht sogar noch präziser. Wir haben durch die Porsche 718 GTS Modelle noch mal bei uns als Cabriolet, also Boxster Modelle. Die vergleichen wir dann auch mit dem 981 Boxster GTS. Das ist auf jeden Fall spannend. Schauen Sie da rein und bleiben Sie uns erhalten. Deswegen vergessen Sie auch nicht, die Glocke unten zu abonnieren und uns zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Genau, damit wir uns auch nicht nur für diesen Porsche-Vergleich oder Porsche-Gegenüberstellung, sondern auch für die nächsten Modelle und Varianten, auch alles, was Spaß macht, alles, was interessant ist, wiedersehen können. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.